Ich bin so ein unglaublicher Glückspilz. Zwei schillernde Pokémon wird man in diesem Video sehen. Außerdem die März-Events. Ein paar neue Infos, eine kleine Korrektur zum Team Go Rocket Event, paar Tipps und Tricks und meine Meinung dazu am Ende. Ja, im Hintergrund Gameplay, eben wie gesagt, zwei schillernde Pokémon. Ich kann mein Glück nicht fassen, aber seht selbst. Und Giovanni habe ich noch am letzten Drücker gemacht. Ich mache die immer erst am Ende. Weil davor hat man ja noch den Super Rocket Radar, der oder das Radar, ich vergesse es jedes Mal und immer muss ich im Duden nachsehen. Ja, Giovanni, je nach Aufstellung, je nach Pokémon, die man selbst mit hat, kann schon so ein bisschen was. Also, fangen wir gleich mal an mit einer Korrektur. Gestern die ganzen Events und so weiter eingeblendet. Eines der ersten im März wird sein, dass Darkrai zurückkehrt, auch in Shiny, und währenddessen, parallel dazu, eine Team Go Rocket Übernahme. Und der Newsbeitrag wurde von Niantic abgeändert, nämlich diese Liste hat nun eine Einrückung bei den untersten vier Punkten. Ich hatte es sogar am Anfang, habe das Video dann neu gerendert, schon korrekt, aber auch irgendwie falsch. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Die Boni, die untersten vier Boni, wie ich das jetzt hier korrekt einblenden werde, die gelten nur am 7. März von 14 bis 17 Uhr, was ich richtig schwach finde. Also Doppelsternenstaub für die Bosse, die Teamleiter, Giovanni, alles Mögliche eben mit Team Go Rocket. Nur in den 3 Stunden und nicht mal diese paar Tage vom 6. bis zum 9. März. Finde ich schade. Dann die Frustration-Ladeattacke kann man nur in den 3 Stunden mit einer Lade-TM verlernen. Ist jetzt keine allzu große Sache, aber ich kann da natürlich verstehen aus Marketing-Sicht, warum man sowas macht. Da bekommt man viele Accounts dazu, sich innerhalb von 3 Stunden gleichzeitig einzuloggen und dann hat man einen Messwert. Ja, hey, wir haben so und so viele aktive Spieler im Monat und so viele, die sich gleichzeitig einloggen. Das ist natürlich ganz fein. Okay, und dann, dass die alten Krypto-Pokémon von Team Go Rocket von den Bossen zurückkehren, nämlich 9 hatten wir ja bisher in Summe und die 6 alten, die es momentan nicht gibt, bekommt man auch nur in diesen 3 Stunden. Ich habe nämlich hier noch einen Screenshot von dem News-Artikel vor der Änderung, da war das einfach, das waren alles einzelne Punkte und nicht eingerückt, nur vom 7. März, obwohl es für mich auch seltsam war, warum mittendrin das vom 7. März und dann geht es wieder normal weiter. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, da stehen hier ein paar Dinge normal dran und dann during the Takeover, aber das ganze Event ist ja das Takeover-Event, wie auch immer, es tut mir echt leid, ich konnte nicht wirklich was dafür, der Newsbeitrag war einfach falsch, aber die ganzen leckeren Boni mit Sternenstaub und so, die zählen nur in 3 Stunden. Und eine Sache, die in diesem fetten Ankündigungstext komplett untergegangen ist, das habe ich leider einfach überlesen und auch sonst nirgendwo jemanden gesehen, der wirklich darüber berichtet hat. In diesem mysteriösen Wochenende, warum all diese Pokémon und so weiter gefeatured werden, das wird man noch erfahren, denn es wird eine brandneue Spezialforschung geben, ein Story-Event, wird so im letzten Satz hier noch erwähnt. Das finde ich dann spannend, ich bin ein großer Fan von Feldforschungen, Spezialforschungen und so. Na, mal schauen, was es damit auf sich hat, ob das so ein Ticket-Event wird oder einfach eine Spezialforschung für alle. Hier steht dabei, dass da noch mehr Infos folgen werden. Ja, genau. Darkrai in Shiny neu, Cobalium in Shiny neu und Darkrai eben während diesem Team Go Rocket-Event. Das passt doch ein bisschen zusammen, so mit Unlicht und so weiter. Und hier eine Sache bezüglich der Raid-Bosse und wer vielleicht wenig Geld ausgibt oder kein Geld ausgibt, jeden Raid-Pass sparen möchte. Hier will ich nur sagen, wer das nicht wusste, Darkrai ist ein mysteriöses Pokémon und kann in Pokémon Go nicht getauscht werden, so wie die meisten anderen. Deoxys kann man nicht tauschen, Mew kann man nicht tauschen, ich weiß, Melmetal kann man zum Beispiel tauschen, Meltan auch, aber eben Darkrai nicht. Und von daher, wenn man den Pokédex-Eintrag selbst haben möchte, muss man dieses Pokémon zum Beispiel raiden. Oder wenn man das Shiny selbst haben möchte, muss man es selbst fangen, das kann man nicht getauscht bekommen. Also bezüglich dem Vorrat an gekauften Pässen, eventuell bei Darkrai ausgeben, ist sogar mit Unlicht ein wenig meta-relevant, sprich kann man im Raid gebrauchen, kann man vielleicht im PvP gebrauchen, aber vor allem auch im Raid. Genau,
Und dieses Stichwort, da machen wir weiter noch mit den zwei Attacken, das habe ich mir ein bisschen angesehen. Für Kobalium vermutlich irrelevant die Attacke. Man weiß natürlich auch noch nicht, wird es eine Ladeattacke oder eine Sofortattacke. Man vermutet eine Ladeattacke, aber falls sich Niantic für eine Sofortattacke entscheidet, dann könnte das Ganze noch ändern. Jedoch, wie gesagt, Kobalium vermutlich nicht relevant die Attacke. Bei Lugia allerdings könnte das definitiv etwas ändern. Gibt es natürlich Vor- und Nachteile, wenn man so ein Pokémon wiederbringt und dann erst mit der exklusiven Attacke, mit der Signature-Attacke. Ich muss sagen, ich gönne natürlich neuen Spielern auch direkt, die vielleicht noch kein Lugia haben, eine starke Attacke. Auf der anderen Seite fände ich es auch nicht schlecht, wenn die Spieler, die schon hunderte Raids gemacht haben und endlich das Shiny Hunderter haben oder ertauscht oder wie auch immer, wenn die das vielleicht mit ein bisschen Aufwand mit einer besonderen TM erlernen könnten. Was soll's? Kann man leider nicht ändern. Diese ganzen exklusiven Attacken, wirklich eine sehr seltene, wertvolle TM, mit welchen man sowas bekommen kann bei alten Pokémon, würde ich sehr begrüßen. Die muss man nicht häufig erhalten. Einmal im Monat, alle 3 Monate, wie auch immer. Und dann seine Lieblings-Pokémon kann man trotzdem noch behalten und muss sie nicht in der Kiste verstauben lassen, weil sogar ein komplett schlechte IV und so einfach mit der neuen Attacke 10-mal besser ist. Dann vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Ich werde vermutlich diese Woche wieder die 100 Kilometer erreichen. Da gibt es mehr Sternenstaub. Hat Niantic vor geraumer Zeit eingeführt, dass man auch für 100 Kilometer noch ein bisschen mehr bekommt in der Wochenbelohnung. Wir haben im März-Durchbruch ab 1. März, 22 Uhr unserer Uhrzeit, Castadur mit extra Sternenstaub. Und bei wem sich's mit den Boxen so ausgeht, könnte man, wer auch vielleicht mindestens 50 oder eventuell sogar 100 Kilometer bei der Wochenbelohnung hat, um 9 Uhr am Montag, gibt es die immer, könnte man um 8.55 Uhr ein Sternenstück aktivieren, sich die Wochenbelohnung abholen, vielleicht ein paar Pokémon fangen, wie auch immer, und dann den Märzdurchbruch Castadur mit extra Sternenstaub abholen. Denn wenn das ein Fangsternenstaub ist, so ein normaler, sollte rein theoretisch auch ein Sternenstück zählen. Und dann würde man beides auf einmal haben, sozusagen. Wer den Tag frei hat, den Montag, könnte man vielleicht sogar schon, sagen wir um 8.40 Uhr anfangen, Sternenstück rein. Vorher Eier ausbrüten, dass die eben Sternenstück aufgehen, weil dann hat man noch dazu Platz für die Wochenbelohnungs-Abenteuer-Sync-Eier, wo zum Beispiel ein Riolu drin sein kann. Aber die erhält man eben nur, wenn man am Montag um 9 Uhr Platz für Eier hat. Ich weiß, es ist mit dem Eye-Management doof gelöst, aber wer sich wirklich diesen Stress antun kann, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ansonsten haben wir noch, genau, Crypto Entei ist ab jetzt verfügbar. Habe ich schon Bilder gesehen von anderen Leuten, die bereits jetzt von der vorherigen Spezialforschung Crypto Entei erhalten haben, weil da zählt nicht, von welchem Monat ist die Giovanni-Spezialforschung, sondern wann schließt man sie ab. Das bestimmt, welches Pokémon man hierbei fängt. Und das mit Frustration, weil es wirklich nur 3 Stunden sind und man in dieser Zeit vielleicht sogar spielen, fangen, Team Go Rocket Rüpel besiegen möchte, da könnte man sich vielleicht vorher schon überlegen, okay, bei welchen Krypto-Pokémon würde ich eine TM investieren, um die Attacke Frustration wegzubekommen und um eine normale Attacke zu erhalten. Es ist momentan so ein bisschen Spekulation oder hoffen auf einen Bonus, wie auch immer, denn ich kann das mal kurz zeigen, wer nicht weiß, was ich mit diesem Shadow Boost meine. Da steht dran wie Wetterboost oder so bei den Attacken. Krypto-Pokémon haben sie seit dem Update so eine Aufschrift einfach, Shadow Bonus. Und entweder ist er noch nicht aktiv oder niemand hat herausgefunden, in welcher Höhe dieser Bonus da ist. Vielleicht gibt es auch noch eine Ankündigung vor diesem Team Go Rocket Event von Niantic, wo das erklärt wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die Krypto-Pokémon an sich sind viel teurer zum Hochpushen. Wenn man die nicht erlöst, kosten die viel mehr Sternenstaub und so weiter. Aber die haben die roten Augen und sehen einfach heftig aus. Ich kenne ein paar Leute, die haben schon welche davon hochgepusht, einfach um die dann in die Arena zu setzen, was auch immer. Und sollte der Bonus halbwegs akzeptabel sein, könnte man da schon bei dem einen oder anderen Pokémon eine Lade-TM investieren. Ich sag mal, Lavita zu einem Despotar. Wenn das wirklich ein paar Prozente sind, die sich im Raid dann rechnen,
Dratini für Dragoran, was auch immer, die Starter eventuell. Okay, da hat man dann nicht die Community Day Attacke. Leider. Und da kommen wir vielleicht auch noch zum Thema PvP. Ich weiß, ist für meine Zuseher verhältnismäßig oder prozentemäßig nur für einen kleinen Teil interessant, aber auch wenn das nur 5% oder 10% mehr Schaden sind für Krypto-Pokémon, das macht im PvP den entscheidenden Unterschied. So häufig gewinne oder verliere ich mit so einem kleinen Zipfelchen an 5 KP oder so. Und da wäre so ein Krypto-Bonus definitiv entscheidend. Auf der anderen Seite wiederum dürfte es wohl auch so sein, dass die erlösten Pokémon dann mehr Schaden gegen Krypto-Pokémon machen, wo es dann am Ende des Tages einfach darauf ankommt, dass man mindestens ein erlöstes Pokémon im PvP-Team hat. Und egal, wie viele Krypto-Pokémon der Gegner dann hat, sollte man mit den Erlösten gewinnen. Wie auch immer, ich hoffe, bis dahin ist noch Klarheit hier in die Dunkelheit gebracht worden, aber auf jeden Fall nur in den 3 Stunden möglich. Gut, für diese Folge würde ich mal sagen, war es das heute, der Raid Day mit den 5 gratis Raid Pässen. Ich werde vermutlich keine gekauften ausgeben, einfach nur die gratis Raid Pässe abarbeiten, das eine oder andere Gengar und Nidorino mitnehmen. Bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach und ich soll weiter.